Angel, du Dieb. Peace, Leute, was geht? Tag 9 der KTGA Skateboard Tour ist angebrochen, Leute. Heute kann ich endlich mal entspannen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich heute hier in der Stadt bleibe, also in Leipzig, und keinen Kilometer mit dem Board fahre. Einfach, um ein bisschen zu regenerieren, auch wenn ich wahrscheinlich weiterfahren könnte. Ich nutze das einfach mal aus, dass ich jetzt hier im Garten zelten kann bei meinem Bruder, dass ich hier warm duschen kann, dass ich essen kann und alles nice ist. Das Geile ist, meine Sachen können auch alle trocknen. Die liegen oben in der Wohnung bei meinem Bruder. Ja genau, da kann ich auch die Powerbanks laden und die Akkus laden. Das ist alles sehr entspannt. Ich mache mich jetzt auf den Weg und fahre gleich in die Stadt, Leute. Da wird nämlich was Geiles passieren, womit ich auch nicht gerechnet habe. Seid gespannt. Heute auch mit einem Baba-Fahrrad unterwegs, Leute. Ich muss jetzt nicht unbedingt skaten, wenn ich eh in der Stadt bleibe. Ich bin gerade auf dem Weg zum Bahnhof. Ich hole nämlich AJ ab, Leute. Wie das zustande gekommen ist, weiß ich selber nicht. Das sehen wir gleich dann. Okay, ich bin am Hauptbahnhof. Ich warte jetzt hier auf den lieben AJ. Ich freue mich gerade richtig, Leute, weil ich habe ihn lange nicht gesehen. Leute, da ist der Boy der G. What's poppin'? Was geht? Ich habe mir mal die Sachen von dem Schlappschwanz Vincent geholt. Der hat ja verkackt. Ich zeige euch mal, wie der Boss das macht hier. Okay, okay. Wie du siehst, habe ich ein Fahrrad mit. Das heißt, du musst jetzt pushen. Ja, auf jeden. Good luck. Wir müssen eigentlich den Burger essen gehen. Den Angus Burger. Same, same. Ey, ich freue mich, dass du da bist. Ich hätte nicht gedacht, dass du noch kommst. Fühlst du dich? Ich fühle mich ganz gut noch, sage ich dir ehrlich. Also ich habe jetzt gerade große Töne gespuckt. Ich weiß nicht, ob ich so krass bin. Ne? Ich bin ja auch eigentlich ein kleiner Chiller eher. Ja. Meine Sachen sind alle nass. Ich habe Sachen von meinem Bruder an jetzt. Ja, auf jeden. Das ist der obdachlosen Swag. Ja, Mann. Mein neuer Drahtesel, mein neuer Porsche wird jetzt hier angeschlossen. Jetzt kann ich mit dem Boy, dem G, gehen. Wir sind nämlich die Boy, die Gs, die einfach nur gehen. Skaten wird der Bruder hier noch genug. Er wird sich freuen, Leute. Was hast du jetzt geplant? Also hast du geplant, jetzt ein paar Tage länger zu bleiben, oder? Ich guck mal, wie lange ich schaffe. Ich kann nicht das auch nicht alleine machen lassen. Das ist bestimmt mies AIDS. Also. Ja, übel. Jeden Tag alleine zelten. Dir ist absolut kalt. Alles ist nass. Du gehst Landstraßen kilometerweise lang. Ey, das ist nicht nice. Du hast richtig gut durchgezogen. Danke, Mann. 8 Tage sind geschafft auf jeden Fall. Also über die Hälfte der Strecke schon. Ja, was war eigentlich mit Unge und so los, Digga? Schnecken oder was? Ja, übel. Ja, man muss auch sagen, ich bin ja Skater. Ich bin die Bewegung schon gewöhnt. Ich bin generell jemand, ich zieh durch, auch wenn, keine Ahnung, mir alles wehtut. Ich breche halt nicht ab. Egal, was passiert. Nicht, dass du da noch Fieber kriegst, AJ. Ey, Digga. Ich hab jetzt schon ein bisschen so. Wird, aber... Mal gucken. Es wird. So Leute, wir gehen nach Fooden. Der geilste Burger der Welt. Der ist so sick. Hast du krass Hunger? Ich hab Frühstück zu Hause. Nice. Schön im Warm, ne? Jetzt wird's auch qualvoll für mich hier. Ich war aber gestern auch schön duschen und so. Das sieht doch relativ fresh aus. Ah, danke. Runde 1, Leute. AJ hat hier ein paar Dippers. Runde 2 mit Brötchen und Ei. Ich glaube, mein Honig kann ich nicht mehr essen. Ich glaube, die haben mehr Spaß damit. Es werden immer mehr. Sheesh. Der Boy, der G, ist gestärkt. Und ich brauche auf jeden Fall noch ein Latte Macchiato. Ihr kennt mich, ich bin ja Latte Macchiatos. Bin kaffeesüchtig geworden, AJ. Echt jetzt? Ja, Mann. Deswegen zitterst du die ganze Zeit so. Naja, auf jeden Fall. Ja, safe. Alter, wir grüßen dich. Leute, der hat ein Skateboard. Mal gucken, ob der uns kennt. Glaubst du, der kennt mich? Hoffentlich. Ich hoffe auch, die Skater müssen einen kennen. Kennst du uns? Ja, klar. Sick, Alter. Nice. Ein schöner, heißer Cappuccino ist wie ein geiler Film im Kino. Du bist auch auf einen Tag reinhängen, kleben geblieben, oder? Ich bin übelst auf einen Tag reiben kleben geblieben, auf jeden Fall. Ich merk schon. So, AJ hat seine Sachen auch mal abgelegt. Fühlt sich gut an, ne? Ja, es geht noch. Ich bin jetzt nicht so lange damit rumgelaufen. Ich glaube, war ein gutes Warm-up. Ja, du wirst richtig froh sein, wenn du wieder zu Hause bist, glaub mir. Ich freue mich auf nichts mehr momentan. Klar. Aber ich habe noch Bock, ich bin noch motivated. Ich schaff das. Ja, zieh durch. Ja, heute die Pause ist ja auch nochmal geil, obwohl ich die eigentlich gar nicht so wirklich brauche. Ja, das Ranzigste ist halt immer im Zelt schlafen, aber das tue ich auch, wenn ich Pause mache. Deswegen macht es keinen Unterschied. Leute, ich habe nochmal eine geile Idee. Ja, AJ, du siehst es schon. Da werden wir heute Nacht drin pennen. Hast du Bock? Hast du gut geschlafen da drin? Ja, es geht. Also ich sag dir ehrlich, meine ganzen Sachen sind nass und ja, schon ein bisschen stressig, aber es ist kalt dafür. Ich hoffe, es ist nicht zu kalt. Leute, eine Pause ist gut, gerade vom ganzen Pushen und so weiter. Aber man muss ja trotzdem ein bisschen sportlich unterwegs bleiben. Ist ja komisch, wenn man keinen Sport macht. Deswegen gehe ich jetzt auf den Skatepark ein bisschen skaten mit einem normalen Board. Und Leute, mein Bruder hat hier einfach ein Board von mir ganz früher rumliegen, das glaube ich schon ein bisschen angebrochen ist. Ich hoffe, ich kann damit skaten. Das wird ein komisches Feeling. Das hier war mal mit mein erstes Board, Alter. Ich glaube, er hat die Rollen ausgetauscht. Boah, wie sich das anfühlt, ey. Ich hoffe, ich kann damit skaten. Safe.
ab zum Park. Triple flip first try, okay? Gib ihm. Mein Bruder meinte, die Lenkung ist voll weich, aber die ist voll hart. Geht auch besser, aber ist okay. Euer Stack ist halt echt nicht mehr das Beste. Danke. Okay, Gap fahren euch auch mit dem Deck. Sheesh, ihr habt gesehen, ich bin gerade echt nicht viel gefahren, aber ich schwitze direkt hardcore. Ey, ich habe beim Pushen nicht ansatzweise so geschwitzt, wie jetzt in einer Viertelstunde beim richtigen Skaten. Woran liegt das? Ich bin kein Profi, aber so immer dieses so. Digga, du brauchst ja voll die Power, damit du so einen Board flippst. Daran liegt es wahrscheinlich wirklich, kann sein. Ja, du schwitzt echt krass. Bro, wir holen Eis und dann geht es wieder rein für uns. Eis? Ja, wir holen Eis, weil ich schwitze. Und dann chill ich heute den Rest des Tages, damit ich morgen fit bin. Man muss ja nicht unbedingt draußen sein, wenn ich eh draußen zelte immer. Nutze ich die Time und chill ein bisschen drinnen, bis ich dann pennen gehe. Also wir zelten trotzdem, ne? Also nichts Falsches denken. AJ, du Dieb! Ja, bist du? Ah, krass. AJ, Junge! Bin gar nicht davon ausgegangen, dass ich was geklaut hätte, oder? Nee. Also, ja, Bro, das war ja auch echt dumm gerade. Ja, aber hätte ich jetzt was geklaut? Er hat mich ja nicht mehr durchsucht, richtig. Funny! Ey, hier hat doch mal ein KTJ-Sticker geklebt, oder? Ja, aber da hat's geregnet. Oh man. Leute, gönnt euch. KTJ. Wer war das bloß? Also auf jeden Fall sieht er noch sehr frisch aus. Also, also warte, das sollte jetzt keine Anspielung drauf sein, dass wir es eben waren. Wir haben keinen dabei. Ja, wir haben keinen dabei. Und AJ, hast du Bock oder was? Sieht so aus. Jetzt wird gepennt, Leute. Aber du siehst doch ganz fresh aus. Ich sehe halt gar nichts, Digga. Möchte ich dich blende oder was? Ja. Gute Nacht, Bro. Gute Nacht. Kannst dich hinlegen, ne? Cheers. Gute Nacht. Ich bin ja auch schon eingekuschelt, Leute. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie AJ sich schlagen wird. Wir gehen auf jeden Fall pennen. Lasst ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Folgt mir auch auf Instagram, da gibt es mehr von der Tour. Und dann würde ich sagen, haut rein. Peace.